Generator ist gerade angesprungen. Wir brauchen mehr Power. Siehst du einen Eingang? Wie würde Bloom wohl so einen Ort verstecken? Ich hoffe auf einen geheimen Aufzug. Du ziehst einen Hebel und der Boden fällt in eine Geheimbasis unter der Erde. Unter Wasser? Wir sind auf einer Insel. Ich meine ja nur, dann oben. Eins der Gebäude. Ich suche weiter. Ich frage mich eigentlich, wo ist sie denn? Hier gibt es übrigens einen Audiolog, das können wir uns mal anhören. Verdammt, Trey. Tut mir echt leid mit deinem Wagen. Musstest du ihn auseinandernehmen, um einen USB-Stick zu finden? Hast du alle 6 Attrappen gefunden? Dann bist du jetzt da. Nur eins. Die Autonummer habe ich schon gemacht. Du kannst mein Baby also in Ruhe lassen. Bitte. Was auch immer das bedeuten soll. Hier wird's lustig. Wir müssen darüber, da habe ich letztes Mal ein bisschen verzweifelt, hier rüber zu kommen. Ich habe dann einen Trick genommen, der, glaube ich, eigentlich nicht so sein sollte. Und jetzt fällt mir gerade ein mit dem Sprengen. Wenn das hier auch funktioniert, dann haben wir gewonnen. Aber ich sehe hier nichts zum Sprengen. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Okay, kommen wir hier irgendwie durch? Nein. Ich suche da jetzt mal, ob ich da irgendwie vielleicht... Hier muss man schnell sein. Denn der fährt von alleine nach oben. So. Hier ist nichts zum Kaputtmachen. Fast ein bisschen schade. Aiden. Danke. Warte mal. Das habe ich letztes Mal nicht probiert. Nein! Auch wie bescheuert. Ganz ehrlich. Da ging es zwar runter. Ich hätte gar nicht so komisch springen müssen. Aber das hätte man geschafft. Aber ein Aiden Pierce schafft das anscheinend nicht. Okay. Das hatte ich letztes Mal nicht rausgefunden. Hier oben. Kann mir eine Kamera irgendwo? Das wäre ganz nett. Irgendwo hier muss ich das entriegeln können. Warte. Moment. Da, meine Kamera. Sehr zuvorkommend. Ist da oben nicht auch irgendwo eine? Ah, hier können wir entriegeln. Und damit kommen wir hier durch. Nein, die Tür war auf der anderen Seite. So, hier stehen ein paar Generatoren rum, aber hier wollen wir nicht hin, sondern wir müssen darunter, wo uns wieder ein zufällig in der Welt rumstehender Lift helfen wird. Naja, gerade noch so drauf. Schnarch. So. Und zwar... hier. Dankeschön. Go ahead. Fast geschafft. Bringst du uns online, wenn wir drin sind? In meinen Kreisen ist das der Fund des Jahrhunderts. Wenn ich vermassle, gebe ich meine Hackerkarte ab. Du hast tatsächlich eine Hackerkarte? Bring uns rein. Vielleicht zeige ich sie dir eines Tages. Ich arbeite dran. Ich weiß nicht, was eine Hackerkarte ist, aber es scheint irgendwas Altmodisches zu sein. Hier auch wieder ein schicker neuer Wagen. Und hier ist ein massives Tor. Die Generatoren sind da hinten. Ich hacke das Tor. Gute Idee. Das geht auf einmal nicht mehr so einfach hier mit, wie man es sonst in der Stadt machen würde. Nein. Das muss kompliziert gemacht sein. Warte mal. Ah, genau. Ja, so war das dann nämlich da. Die Rätsel finde ich cool gemacht. Wo man so mit der Umgebung, ne, interagieren muss. Und hier haben wir nämlich, müssen wir das Ding wieder hochfahren und dann können wir da rein. Ich finde das irgendwie voll cool. Okay. Auf geht's. Sesam, öffne dich. Da oben müssen wir hin. Also wieder irgendwie einen Aufstieg suchen. Das hier sieht ganz passend aus irgendwie. Warte mal. Der bringt uns hier nicht weiter, glaube ich. Hm, warte mal. Die Musik ist übrigens cool. Ich probiere ganz kurz hier hochzukommen. Aber das will er irgendwie nicht. Ah, hier, okay. So, wo geht das hier auf? Ja, wow, die Kamera bringt mich hier weiter. Das ist zu, aber
Wo kann ich denn hier... Hier ist doch nirgendwo was zum Hacken. Ich weiß nicht, was mir das bringt. Ich probiere es einfach mal aus. Ah, ich weiß doch, was es mir bringt. Komm zurück, lieber Kran. So. Rauf und noch einmal nach oben. Komisch, dass bei solchen Sachen irgendwie unsere Batterie nie leer geht. Ist mir mal so aufgefallen. Aber ich frage mich einfach nicht so viel. Das ist Zeitverschwendung. So. Und der letzte Generator. Licht an. Sollte reichen. Gut. Ich hab das System online gehen hören. Warte auf mich. Warum? Ist doch sicher. Da war seit Jahren niemand drin. Weil ich dein Gesicht sehen will, wenn die Tür aufgeht. Ich check's nicht. Es ist irgendwie... Irgendjemand spielt ein Spielchen mit jemandem. Auf diesem Container steht irgendwie Blumen drauf. Was das wohl zu bedeuten hat, ich weiß es nicht. Ich finde das voll geil. Yeah. Gut, dann schauen wir mal hier rein. Interessant. Voll geiles Versteck. Ich will sowas auch haben. Boah, die Musik. Home sweet home. Siehst du? Ich hatte recht. DedSec wird das gut gebrauchen können. Clara, wir müssen noch etwas klären. Niemand darf davon erfahren. So lange, bis ich damit fertig bin. Geht klar. Gut. So, junge Dame. Ist aus, ne? Hilf mir, sie online zu kriegen. Ja, mache ich. Und dazu müssen wir hier drin noch den Strom anknüpfen. Na dann, viel Glück. Danke. Oh. Alice. Bloom hat wohl die meiste Hardware entfernt, doch entscheidend sind die Verbindungen. Voila. Kann man uns von hier aufspüren? Das ist ein Sicherheitsbereich. Bauartbedingt nicht aufzuspüren, nicht zu hacken. Und doch hacken wir uns hier ein. Ich muss wissen, woher die IP-Adresse stammt. Lass mal sehen. Warum interessiert sie dich? Ist nur eine Spur, mehr nicht. Wie kam Damien nur da dran? Das ist echt gut versteckt. Keine offenen Hintertüren. Scheinbar aus dem Rossi-Freeman-Bezirk. Hm. Viceroy-Territorium. Da. Kameras. Damit können wir einen Blick reinwerfen. Kommst du von hier aus ran? Nein. Die sind komplett vom Netz getrennt. Das ist merkwürdig. Wenn ich von hier aus nicht rankomme, dann gehe ich an die Quelle. Ich mache hier alles fertig, bis du zurück bist. Vielen Dank. So, schalten Sie den Strom im Bunker ein, haben wir geschafft. Jetzt müssen wir den Bunker verlassen.
Ist voll geil hier, oder? Sieht bei mir genauso aus. Also diese Bildschirmwand da ist, die gibt's wirklich. Okay, da ist dieses Video, was kaputt ist. Da drüben. Was wahrscheinlich... Das ist eine Frau. Ich weiß nicht, ob es Nikki ist. Ich hoffe nicht, denn sie sieht auf diesem Bild nicht sehr glücklich aus. So. Bunker verlassen. Hallo? Ich finde das cool mit dem Fenster hier. Clara da reinzuziehen, sollte ich nicht machen. Vertrauen ist gefährlich. Aber ohne sie wäre ich aufgeschmissen. Vielleicht ist sie meine einzige Freundin. Das denke ich nämlich auch. Und ich würde sagen... Ah, hier steht ihr Auto. Interessant. Ich würde sagen... Ich brauche jetzt CTOS-Netzwerk. Genau, das wollte ich sagen. Okay, warum? Das war eine sehr wichtige Information anscheinend. Wie kommt denn jetzt der Typ hierher? Ich frag gar nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme hier wieder. Ich mache eine kleine Pause. Ja, ein total wichtiger Fixer-Auftrag. Und ich hoffe, ich lösche nicht zufälligerweise wieder irgendwelche... Alter! Die Hafenbehörden haben einen Container konfisziert, der militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt. Die Ladung kam aus Mitteleuropa. Wie sie ins Land kam, ist bisher noch ungeklärt. Laut Polizei war die Aktion Teil einer Großfahndung. Näheres ist nicht bekannt. Bin ich doch verarschen, bin gerade voll erschrocken. Geht's noch lauter? Ich hab doch gar nichts, wo das rauskommen kann. Kein Radio, nix. Ja, wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ich hoffe, ich darf jetzt. Okay, es kommt nichts mehr. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut. Tschüss. Herzlich willkommen, Freunde, in einer neuen Aufnahme von Watch Dogs. Wir stehen hier wieder vor dem Bloom-Gebäude, beziehungsweise vor unserem Versteck. Und wir müssen irgendeine Mission, ich weiß gar nicht mehr, was wir machen müssten, Kampagne. Ah, wir müssen wieder ein CTOS-Kontrollzentrum, unser eigen nennen. Und, ja, ich weiß gar nicht, wir haben eigentlich hier hinten der Bereich. Gut, da gibt es hier auch ein Kontrollzentrum. Und hier oben gibt es noch eins. Wir haben, glaube ich, noch nicht... Ich glaube, wir müssen die alle mal irgendwann freischalten, um kompletten Zugriff auf die ganze Stadt zu haben. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber wir begeben uns jetzt erstmal dorthin. Und vor allen Dingen müssen wir erstmal unsere Schwester noch irgendwie befreien. Ich hoffe, das kriegen wir sehr schnell hin. Das wäre sehr gut. Hast du doch. Zumindest hier auf dieser Insel. Oh, warte, jetzt wollte ich hier gerade schon, das habe ich vergessen. Okay, wir brauchen also den Zugang durch dieses CTOS-Zentrum. Wir begeben uns einfach mal dahin. Und kommen jetzt wieder in die belebtere Stadt, denn da ist es ja sehr abgelegen. Beziehungsweise, letztes Mal ist da auch ein Typ rumgelaufen. Ich weiß gar nicht, wie der rübergekommen ist. Der muss ja dann geschwommen sein. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. So. Ist gerade wirklich ein bisschen ruhig. Ich weiß gar nicht so, was ich erzählen soll. Es ist wirklich gerade irgendwie so, ja, schön. Sonst quatscht wie in der letzten Aufnahme am Ende. Quatschen die einem immer alle zu mit irgendwas. Und jetzt sagt keiner mehr was. Gut, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich kein Radio anhabe. Was ich aber auch nicht machen werde. Nein, schlecht. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Da sind wir auch schon. Also, fast. Aber ich finde es interessant. Ich meine, wir haben ja vorhin, genau. Wir haben ja erst in dieser Gegend ein Kontrollzentrum auseinandergenommen. Warum ist hier gleich noch eins in der unmittelbaren Nähe? Naja, wir werden sehen. Vielleicht ist es ja ein kleineres. Das wäre schön. So. Hier wieder ganz unauffällig vorm Tor parken am besten. Das ist, glaube ich, wirklich ein bisschen kleiner. Was ist denn, oh Gott? Okay, jetzt kannst du oh Gott sagen. Okay. Guten Tag, der Herr. Alles in Ordnung? Alles super? Das Gebiet ist gesperrt. Ja, es tut mir leid. Wir sind aber noch nicht im Sperrgebiet, von daher ist das gerade sehr gut.
Und wo haben die hier die Kamera? Die haben, also, wenn die hier keine, die haben ja echt keine Kamera im Eingangsbereich. Eigentlich gibt's, im Eingangsbereich sollte es eigentlich immer eine Kamera geben. Bei einem einigermaßen sicheren Gebiet. Aber gut, ich habe da ja nichts zu sagen. Ganz kurz. Hier muss doch irgendwo eine Kamera sein. Warte mal, da ist eine. Da, wo das Ding jetzt ist, aber da kommen wir nicht hin. Scheiße. Ich gehe mich mal umgucken. Ich will eigentlich das mit wenig Lärm versuchen hinzukriegen. Nicht schlimm. Was hat der denn vor? Tja, wenn du wüsstest. Kommst nicht rein? Was will denn die im CTOS-Zentrum? Ja, ich frag nicht. Oh, Bankkonto. Danke. Achso. Danke. 520, ja, das lohnt sich ja sogar. So, jetzt zeig doch mal her, hier muss doch irgendwo eine Kamera hängen. Der hat eine Kamera. Kein Durchgang. Ich weiß, ich stehe doch bloß. Okay, das bringt mir nicht sehr viel. Bleib doch mal. Wieso? Ich bin nicht im Sperrgebiet. Da oben haben wir eine Kamera. Sehr gut. So. Hä, da ist auch... Warte mal, ich habe hier drüben irgendwo noch einen gesehen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich will da rein. Was kann ich da hacken? Telefonat wahrscheinlich. Weil die Kamera da oben, die nützt mir jetzt auch nicht so viel. Nee. Die nützt mir gar nichts. Ich gehe noch mal einmal weiter rum. Die haben gar keine Kameras aufgestellt, Kollege. Das ist das Problem. Da ist eine, da ist eine. Ja, 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 die will ich haben. So, jetzt brauchen wir einen mit einem Zugangscode, den wir hier irgendwo finden müssen. Das sieht doch jetzt schon besser aus. Kann Verstärkung rufen. Sprengmöglichkeit. Kann Verstärkung rufen. Ich muss da hin. Ich habe nicht auf das Missionsziel geguckt, aber eigentlich... Doch, hier, genau. Das ist eigentlich wie immer. Wir brauchen hier den Zugangscode. Und müssen uns dann in den Router hacken. Nur da kommen wir leider nicht rein, ohne gesehen zu werden, wie es aussieht. Ich glaube, da geht's nicht rein. Aber... Die Garagen sind alle zu, Moment. Die sind alle zu. Oder kommt man vielleicht doch durch die Tür, wo die Dame vorhin angeklopft hat? Wir haben das schon einmal geschafft, nur mit Kameras. Deswegen glaube ich, dass es eigentlich überall die Möglichkeit geben müsste. Oh, 2000. Krass. Die ist immer noch ein bisschen verzweifelt hier am Klo. Es ist immer eine andere, die hier anklopfen. Irgendwie haben die alle einen Schaden. Mach bloß keinen Fehler. Was denn dann? Gibt's hier keinen... Okay, warte. Machen wir's auf die Tour. Problem hier ist, es nicht so abgelenkt. Oh, der Typ nervt. Der geht mir bis auf den Sack. Halt die Klappe. Wir haben es ja schon mal geschafft, alle umzubringen. Das kriegen wir auch hier hin. Bloß hier ist es halt so ein bisschen... Oh, Alter. So, gehen wir mal da an dieses Auto. Jetzt haben wir den abgelenkt. Dach, Jungs. Okay, mich hat niemand gesehen. Finde ich gut. War mehr... Glück als Verstand. Habe ich hier noch Munition? Ey,
vermeiden. Ich hasse das mit dem Verstecken. Das ist so schlecht gemacht. Also, Entschuldigung. Um die Ecke rumzukommen, da muss man so viel Glück haben.